ganze Welt. Diesen Wunsch von Sadako Sasaki nahmen sich die Kinder der 5. und bis 7. Klassen aufs Herz. Sie schrieben ihre persönlichen Friedenswünsche auf Tauben. Ganz gleich, welcher Religion oder welcher Konfession die Kinder angehören, Frieden ist überlebensnotwendig. Für Menschen und für Tiere. Für unseren ganzen wunderbaren Planeten. Auch bei unseren der GSO und meinen. Darin sind sich alle einig. Die Tauben mit den Friedenswünschen wurden hier auf die Leinwände geklebt. Wir haben einige der Kunstwerke heute aus den Klassen zusammengebracht. Jede Leinwand ist ein Unikat, das die Schülerinnen und Schüler der Klasse G10C für jede der Klasse der Jahrgänge gestaltet hat. Wir haben damit als Klasse ein Zeichen gegeben, dass wieder Frieden auf der ganzen Welt herrschen soll. Und konnten, so denken wir, auch einigen jüngeren Schülern dieses Gefühl von Zusammenhalt gegen Gewalt vermitteln, etwas die Angst nehmen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Außerdem hat uns dieses Friedensgebet persönlich auch viel geholfen, da wir uns auch einige Gedanken und Sorgen machen. Dadurch, dass wir aber darüber gesprochen und für Frieden gebetet haben, kann der eine oder die andere mittlerweile besser mit der aktuellen Situation umgehen. Allgemein finden wir den Gedanken schön, dass wir als Klasse ein Stück zum Frieden beigetragen haben. Das macht uns klar, es kann auch jeder Einzelne von uns viel bewirken. Mein Wunsch für die ganze Welt. Lieber Gott, bitte verhindere den Krieg. Keiner will sterben. Der Krieg soll aufhören. Ich wünsche Frieden auf der ganzen Welt. Das Ganze muss aufhören. Ich wünsche, dass keiner stirbt, sondern dass wir alle eine ganz schöne Zeit haben und in Frieden miteinander leben. Geschenke, sondern wir wünschen uns den Frieden. Wir brauchen gar keine großen Geschenke.
sondern dass jedes Kind in Kriegsgebieten eine Familie hat, die dem Kind Geborgenheit gibt. Das ist unser Wunsch an Gott. Ich wünsche mir, dass alle, die flüchten, ein Haus finden. Ich wünsche mir, dass auch an der GSO es nicht mehr so viel Streit wegen Kleinigkeiten gibt, sondern dass wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Alles wird gut. Habt keine Angst. Behaltet den Mut.